Hallo, ich bin Mona von Hox und unsere Wissensnacks versorgen euch mit Infos rund um den Karriereeinstieg. Im heutigen Video geht es darum zu diskutieren, welche Optionen ein Pharmaunternehmen hat, wenn es nicht alle Teilschritte der Medikamentenentwicklung selbst in-house abbilden will. Diese Optionen sind Lizenzierung, Merger and Acquisition und Outsourcing. Heute fokussieren wir vor allem auf den Bereich der Lizenzierung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr erinnert euch bestimmt, dass wir letztes Mal diese wunderbare Grafik zusammen hergeleitet haben. Diese Grafik stellt die Wertschöpfungskette der Medikamentenentwicklung dar. Und zwar war es in den 1950er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts so, dass die meisten Pharmafirmen vollständig vertikal integriert waren. Auf Englisch heißt dieser, nennt man diesen Begriff Fully Integrated Pharmaceutical Company. Und das heißt eben, dass sie diese ganze Wertschöpfungskette komplett selbst abgebildet hat. Man sagt auch wieder in Englisch in-house. Ja, sie hat alle Prozesse entlang der Wertschöpfungskette selbst abgebildet, in-house. Heute gibt es kaum noch Pharmafirmen, die diese Prozesskette zu 100% selbst abbildet. Und je nachdem, wo in der Wertschöpfungskette Optimierungspotenziale detektiert werden, vom mittleren Management, von der Geschäftsführung, wird entschieden, welche Optionen die Pharmafirmen verfolgen. Und die können auch, ich nenne die jetzt mal, das sind drei Stück, aber die können auch alle gleichzeitig verfolgt werden. Ja, es ist nicht ein Entscheiden für nur eins, das ist nicht nötig. Also, und die erste Option wäre Einkauf der Rechte von passenden Medikamenten oder Vertriebsrechten. Das nennt man Einlizenzierung. Ich kaufe Rechte an Medikamenten von jemand anderem. Man kann auch sein Know-how erweitern oder seine Infrastruktur erweitern oder seine Marktreichweite erweitern, indem man mit einem anderen Unternehmen fusioniert. Das nennt man Merger. Oder man kann natürlich auch gleich ein anderes Unternehmen komplett kaufen. Das nennt man dann Acquisition. Ist auch ein feststehender Begriff in der Betriebswirtschaftslehre, Merger and Acquisitions. Und die dritte Möglichkeit, die ein Unternehmen hat, wenn es nicht alles alleine machen will, das ist dann die Beauftragung von spezialisierten Dienstleistern, um bestimmte Projekte, um bestimmte Teilschritte hier von der Wertschöpfungskette durchzuführen. Und das habt ihr mit Sicherheit auch alle schon gehört, das ist dann Outsourcing. Man gibt Aufträge an andere Unternehmen, die geben einem das fertige Stück, die fertige Sache wieder und man integriert es dann in seine Prozesse. So. Wollen wir uns heute mal noch dem ersten Punkt inhaltlich zuwenden, und zwar die Lizenzierung. Bei dem Begriff der Lizenzierung oder bei dem Aspekt der Lizenzierung kommt es auf die Perspektive an. Wenn ich Rechte an meinem Medikament, das ich entwickelt habe, wo ich die Rechte dran besitze, oder auch der Wirkstoff vielleicht nur, wenn ich die verkaufe, dann ist das eine Auslizenzierung. Ich gebe die Lizenz aus meinem Unternehmen heraus weg. Wenn ich aber Rechte an einem Medikament oder Wirkstoff einkaufe, dann nennt man das Einlizenzierung. Ich hole mir die Rechte herein. Ich lizenziere es ein. So, und wenn ich die Rechte kaufe, dann habe ich die wirklich vollständig. Der Verkäufer, auch wenn dieses Unternehmen das war, dass das wirklich von Grunde auf entwickelt hat, es darf es nicht mehr verkaufen, es darf es nicht mehr herstellen, es darf die Herstellungsanweisung nicht mehr an andere Unternehmen geben. Mir gehört es dann vollständig, als hätte ich es von Anfang an erfunden. Ja? So, das ist ein Aspekt, wo ein Unternehmen sozusagen hier die Grundlagenforschung damit überspringen kann. Ja? Ich könnte meine Grundlagenforschung abschaffen, wenn ich wollte, und kaufe mir einfach immer Rechte an schon fertigen Medikamenten. Ja, ich kann das aber auch als Kombi fahren. Ich habe für bestimmte Indikationsgebiete habe ich eine Grundlagenforschung und für andere Indikationsgebiete, wo ich nicht mehr so viel Strukturen aufbauen möchte, kaufe ich mir dann einfach die Rechte von Medikamenten, die ich brauche, ein. So, also es ist niemals es ist niemals eine binäre Entscheidung nur für eine Sache.
Genau. Und ich habe euch jetzt hier mal, damit man sich das mal vorstellen kann, ja, ein Medikament kaufen, die Rechte an einem Medikament, eine Übersicht mitgebracht. Ihr müsst da jetzt nicht alles im Detail komplett durchgehen. Es geht hier ums Prinzip und vor allem um die Spalte mit dem Geld. Ja, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt, welche Summen für Medikamente bezahlt wird, die verkauft oder gekauft werden. Und wie ihr hier seht, bewegt sich das im Bereich von 525 bis zu 2000 Millionen US-Dollar. Und zu beachten ist tatsächlich hier auch, also ihr könnt euch auch mal kurz die Summe auf der Zunge zergehen lassen, ne? 525 Millionen US-Dollar. Aber zu beachten ist jetzt hier auch der Punkt, dass die Medikamente noch gar nicht zugelassen sind. Ihr seht hier, es befindet sich noch in den klinischen Studien in Phase 2 oder 3. Das heißt, es besteht sogar noch ein Restrisiko, dass aufgrund von negativen Ergebnissen in Phase 2 oder 3 der klinischen Studie es gar nicht zur Zulassung kommt, das Medikament nicht zugelassen werden darf. Und das heißt, dann habe ich diese 525 Millionen US-Dollar bezahlt und habe am Ende gar nichts in der Hand. Warum geht man denn dieses Risiko ein? Was macht das für einen Sinn? Ja, und es wird ja sehr häufig gemacht, also scheint es einen Sinn zu geben. Und die Frage ist, ist denn dieses Risiko wirklich so groß, wie wir auf den ersten Blick denken? Wenn wir so als normaler Mensch 525 Millionen US-Dollar hören, denkt man, boah, was ein Risiko. Da möchte ich euch aber jetzt gerne hier an eine Abbildung aus dem ersten Wissenssnack erinnern. Nämlich die Abbildung, die zeigt, welche Kosten im Gesamtverlauf der Entwicklung eines Medikaments über die verschiedenen Phasen hinweg entstehen. Und sie verdeutlicht ja auch die Ausfallrate. Ihr seht, wir fangen hier mit wahnsinnig vielen Molekülen an und am Ende kommt ja nur eins dann wirklich zur Zulassung, ne? Vorher, nachdem wir dann gescreent haben. Wenn wir jetzt hier sehen, was die Entwicklung kostet, und die Gesamtkosten bewegen sich ja im Bereich von 1200 bis 2000 Millionen US-Dollar. Ungefähr die erste Hälfte im Bereich Entwicklung und Präklinik, die zweite Hälfte dann im Bereich klinische Studien und Zulassung. So, und wenn wir jetzt also sehen, man zahlt dann also ungefähr entsprechend die Summe, die man auch hätte aufwenden müssen, hätte ich selbst entwickelt. Und wenn hätte ich selbst entwickelt, hätte ich ja auch entsprechend während der klinischen Phasen das Ausfallrisiko. Natürlich möchte ja das kaufende Unternehmen auch einen Gewinn machen. Also natürlich legt man in Bezug auf dieses kaufende Unternehmen, zahlt man denen natürlich schon etwas on top von ihren Entwicklungskosten. Wobei auch nicht immer, es kann auch andere Gründe haben, dass man verkauft, aber lassen wir das mal jetzt weg. aber ich bewege mich in derselben Größenordnung, was ich hätte ausgeben müssen, hätte ich selbst entwickelt. Genau. Und dann natürlich die Frage, warum kaufe ich es nicht nach der Zulassung? Naja gut, weil dann wüsste ich ja auch, wie das am Markt performt, welchen Umsatz es generiert. Aber dann kann es sein, dass das Patent schon sehr weit fortgeschritten ist und dass es dann gar nicht mehr so viel Sinn macht, das zu kaufen. Oder dass schon bald Generika dazukommen werden und ich dann gar nicht mehr so viel Umsatz machen kann. Aber es wird auch gemacht. Es werden auch Medikamente, die schon am Markt sind, verkauft und gekauft. Ich möchte jetzt noch mal auf Gründe eingehen oder noch mal ein bisschen genauer ein Beispiel geben, ein, zwei Beispiele, wie es dazu kommt, dass ich kaufe oder verkaufe. Es kann jetzt zum Beispiel sein, dass ein großes Pharmaunternehmen die strategische Entscheidung, ne, Upper Management, Geschäftsführung macht die strategische Entscheidung, dass sie ein bestimmtes Indikationsgebiet, sagen wir jetzt mal Onkologie, nicht mehr bedienen wollen. Sie wollen die Herstellung und Entwicklung und den Vertrieb für Onkoprodukte einstampfen. Da hatten sie eh nur zwei und da hatte man dann eine ganze Vertriebsmannschaft für und die Produktionsstraße konnte auch nur das und das waren nur 20% des Gesamtportfolios. Irgendwie rechnet sich das nicht so ganz, weil man doch eigentlich seinen Fokus in der Neurologie hat und dann hat man viel mehr Effizienz und Effektivität, wenn man sein Portfolio bereinigt,
so nennt man das, also das abstößt, was nicht maximal effektiv zum Umsatz beiträgt. Und man sagt, man stößt das ab und man möchte nur, dass sich nur noch auf Neuro fokussieren. So, und das heißt, dann verkauft man natürlich aus dem Grund dann die Rechte an diesen Medikamenten. Jetzt kann es gleichzeitig aber auch sein, muss nicht, kann mit dem Verkauf dann schon fertig sein. Jetzt kann man aber sagen, Mensch, für Neuro, da haben wir jetzt schon, schon dieses und jene Medikamente. Das wäre doch super, wenn wir noch ein weiteres hätten, was dann zu den anderen als Ergänzung dazu passt, wo man dann auch Co-Marketing-Strategien fahren kann und dadurch im Vertrieb und im Marketing wieder noch weitere Synergieeffekte hat. Mensch, kommt, lasst uns noch Medikament XY versuchen zu kaufen. Muss der andere natürlich auch verkaufen wollen, der die Rechte hat. Ja? Aber so könnte das dann, solche Gedanken, strategische Gedanken stehen dahinter. Wäre jetzt mal ein Beispiel von großen Pharmaunternehmen. Jetzt möchte ich noch ein klitzekleines anderes Beispiel bringen, was vielleicht noch ein bisschen näher an euch ist. Weil vielleicht träumt ja der ein oder andere davon, aus den Forschungsergebnissen, die man an der Uni erstellt hat, auszugründen und eine Firma zu gründen. Also, man hat an der Uni während seiner Doktorarbeit ein interessantes Set an Wirkstoffkandidaten entdeckt. Ja, und wir haben das gemacht. Ja. So, und jetzt haben wir es auch geschafft, einen Investor von dem Potenzial unserer Wirkstoffkandidaten zu überzeugen. Und wir haben eine Firma gegründet und wir entwickeln und forschen und optimieren und haben am Ende tatsächlich einen Wirkstoffkandidat, der richtig in den präklinischen Studien hat er performt. Der Investor sagt, ich bin überzeugt, wir stecken nochmal Geld rein für die klinischen Studien. Und auch da in Phase 1 und 2 hat er maximal performt, hat alles geklappt, ist in Phase 3. Und jetzt kommt der Investor und sucht das Gespräch. Und er erklärt uns, dass er nun gerne die Rechte, dass er will, dass wir die Rechte an dem Medikament verkaufen, damit er seinen Return on Investment erhalten kann. Und wir sagen dann, nee, Moment mal, jetzt geht's doch erst richtig los, jetzt wollen wir das doch verkaufen, das ist doch unser Medikament, das haben wir doch entwickelt. Und dann sagt er, ja nee, aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal eine Produktion aufbauen und einen Vertrieb und Marketing und Rec Affairs und Quality Management, bis wir das alles aufgebaut haben, dieses ganze Geld, was ich hier noch reinstecken müsste, in etwas, in dem ihr gar nicht gut seid, das macht doch gar keinen Sinn. Ihr seid doch Wissenschaftler, da seid ihr doch gut drin. Ihr wollt doch gar nicht verkaufen und Rec Affairs machen. Macht doch einfach den nächsten Wirkstoff. Ich lasse euch Invest drinne. Ihr macht den nächsten Wirkstoff und unser Geschäftsmodell ist, ihr seid ein rein forschendes Biotech-Unternehmen, entwickelt einen Wirkstoff nach dem anderen, wir lizenzieren aus, ich bekomme meinen Invest zurück und der Überschuss bleibt in der Firma und ihr könnt weiter wachsen. Ja, das wäre dann ein anderer Grund, ja? Eine kleine Biotech-Firma entwickelt, lizenziert aus, eine andere große nimmt das und lizenziert ein. So, jetzt schwirrt euch bestimmt schon ziemlich der Kopf von diesen ganzen Einkaufen, Verkaufen und diesen riesen Unsummen an Geld. Deshalb machen wir jetzt heute Schluss und steigen dann das nächste Mal mit dem Aspekt der Mergers and Acquisitions wieder ein. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, tschüss!